Steuerung und allem, was Spaß macht. Flachtrudeln mit dem Sportjet, dank Vektorsteuerung, gar kein Problem. Linksrum, rechtsrum, Turken, Harrier. Sie haben jetzt gerade gesehen, der Jet im Turbin tanzt also quasi auf dem Abgasstrahl. Das Ganze so machbar dank einer Vektorsteuerung. Das heißt, hinten am Strahlauslass ist eine Düse angebracht, die lässt sich bewegen in alle vier Richtungen. Damit lässt sich der Jet immer noch steuern. Und deswegen kann man dann damit solche Kunstfliegfiguren, Tricks vorführen und fliegen. Nochmal ins Flachtrudeln gebracht, das Ganze. Das ist die ganz, ganz hohe Kunst des Jetfliegens. Da muss man genau wissen, was man macht am Knüppel. Das ist auf jeden Fall mal ein Zwischenapplaus wert, oder?
auf dem Boden. Der Markus Rummer mit dem Graf Mephisto. Sowas gibt es nur am Euroflugtag, nirgendwo sonst. Der macht das einfach. Aber sieht doch schon aus, als würde er nichts anderes machen den ganzen Tag. Show hier in Reit.